Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit mir, den Kabigin. Wir befinden uns hier immer noch in Alpha 18. Was heißt immer noch? Schön, dass du da bist. In der Experimentell. Und wir haben ja letztes Mal diesen formschönen Würfel hergestellt. ja, standardmäßig. Ja, das Problem ist, ich habe gefuscht. Jo. Und zwar hier rausschießen. Ist ein bisschen schlecht, wenn du nichts zum Rausschießen hast. Also das müssen wir korrigieren. Ja, wir werden hier standardmäßig diese Gitterstangen bauen. Gitter! Diese da. Immer rum, da kann man mich rausschießen. Und wie ihr sagt, ich hoffe, dass sie uns ein bisschen nicht so hart rannehmen. Erste Horde und so, naja, muss nie sein. Gut, das heißt, das muss halt weg, außer hier die Kanten. Und die Kiste. Das wäre gut, wenn wir die irgendwie woanders hinbauen. Müssen wir gucken, ne? Naja. Obwohl, das ist ja hier, ne, 7 Days normal und die werden schon, mal nicht die Teufel an der Wand. Also, die erste Horde dürfte eigentlich nicht so schwer werden. Ich hoffe es. Erstmal drauf eine Runde rumgehauen. Naja. Mal schauen. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich sehe, ist hier in Sachen Federn. Aber ich habe leider auch noch nicht getestet, ob das bei einem anderen Spielstand anders wäre. Kann ja sein, dass wir einfach bloß Pech haben. Ja, müssen wir gucken. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz, weil wir müssen mindestens noch auf Stufe 2 aufwerten. Weil damit gewinnen wir gegen Ponyhof. Also, ich glaube nicht. Sag mal, ist das jetzt auch so? Nee, das ist bloß drehen. Okay. Hätte ja sein können, dass wir so auch quasi Metall auswählen können. Naja, dann ist es eben halt nicht so, ne? Und ich kriege gerade das nächste Problemchen mit, dass ich Scheiße baue, weil das ist ein bisschen schlecht, wenn und sehen und so, ne? Das heißt, wir müssen ein quasi Erdloch buddeln. Sonst haben wir kleine Problemchen. So, Stoff haben wir, Steine haben wir auch. Das ist kein Problem. Also bauen wir uns schnell eine Schippe, bauen uns ein kleines Erdlöchlein, wo ich die Nacht verbringen kann. Ja, ja. So was brauche ich noch. Gut. Das heißt aber, wir brauchen Holz. Und wir sollten uns angewöhnen, dass wir auch, die kleinen Bäumchen auch wieder einpflanzen. Was mache ich da? Ich tue schon wieder Dinge. Gut. Oh, schade. Schatti, Schatti. Na? Warum? Warum willst du nicht? Brauchst eine extra Einladung oder was? So. Ein wenig Holz darf sein. Hallo, Muckerhasen. Sag mal, kann ich den, komisch. Ich hab... jetzt kann ich es doch wieder abbrechen? Letztes Mal, ich schwöre, das hat nicht funktioniert. Das arme Vieh. Aber wir brauchen sein Leder. Naja. Tut mir sorry. Also ein bisschen. Vielleicht. Gut, Holz. Und bitte keine Ablenkung mehr. Sonst schafft man hier ja nichts. Hutruf. So, dann brauchen wir auch noch ein bisschen Leiter und ein bisschen Kalkklappe. Wäre auch nicht schlecht, weil ich möchte ja auch aus dem Loch dann wieder rauskommen. Mal drei tief, das reicht. Das reicht. Siehst du. Und wie heißt das so schön? Segen bringt Regen.
Und da zuckt es auch schon wieder. Zirp, zirp. Da fällt mir das nächste Problem ein. Wir haben jetzt quasi eine schöne Sichtlücke für die Zombies gemacht. Wie sieht's denn aus mit den Feuer? Ne? Könnte das ein Problem geben? Ich mach das mal weg. Mach das mal weg. Gut. Wo ist die Schippe? Die habe ich gar ausgerüstet, ich hält. Gut. Okay. Wie sieht Bescheid? Ich heut. Gut, Klee haben wir denn auch schon mal. Böse Leute würden jetzt den Witz machen, ich mache ihn auf Taliban. Quasi ein Erdloch. Aber zum Glück bin ich keiner. Ich bin ja ein ganz netter. Also meistens. So, warte mal, wie, wo ist denn die gute ID-Kabin? Die Kiste ist da. Gut. Dann wissen wir nämlich, da muss die Leiter rein. So, dann müssen wir uns bloß noch überlegen, was ich überhaupt baue. Also ich habe jetzt vor, dass wir quasi ringsherum einen Graben, also quasi eine Fallscharte bauen und das ein bisschen verstärken ringsherum irgendwann mal. Quasi, dass sie da runterfallen und wir quasi von innen Stress machen können. Das ist mein Plan. Also so ungefähr habe ich das geplant. Höchstwahrscheinlich wird es anders, als ich es jetzt sage. Das wäre nicht neu. Gut. So. Das müsste doch eigentlich schon reichen, dass die uns nicht sehen. Entschuldigung. Das ist blöd. Warum kann ich da jetzt nichts... weil wir zu dicht dran sind, ne? Tolles System. Echt tolles System. So, jetzt kann das weg. Und jetzt können wir doch, ne? Eventuell, vielleicht. Gut. Wir können nämlich jetzt hier runter und sind erstmal unsichtbar für die. Haha. Und raus kommen wir auch. Sag mal, eine Fallklappe wollte ich doch noch machen. Da ist er. Schöne Ding. Da. Wo kommt denn die Tüffeltöle her? Wir haben 20 Pfeile. Weil das ist Leder. Leicht verdientes Leder. Wenn ich treffe. Das ist jetzt blöd, weil ich nicht runterschießen kann. Egal, muss ich durch. Gut, das hat funktioniert. Und ich bin nie infiziert. Das ist schon mal gut. Infiziert. Ja, ja, mein Onkel hat sich auch mal inspiziert. Da muss er jede Menge Pillen schlucken. Inspizieren, nicht infizieren. Nee, doch. Andersrum ist es doch richtig. Ja. Gut. So. Quasi, wir kennen uns hier drinnen und, ich bin die da. Ist, so. Ich wollte gerade sagen, können wir jetzt noch ein bisschen... Das ist blöd. So, kommen wir jetzt hier wieder so raus? Wenn ich hier springen würde? Ja, wir kommen raus. Das ist schön. Ist so. Ha. Es funktioniert. Ich tue was und es funktioniert wieder. Haha. Schön. Klappe zu, Affe tot.
So, und da sind wir auch wieder. Also, ich hab das ein bisschen jetzt ein bisschen verändert, muss ich jetzt gestehen. Ich hab die Zeit ein bisschen verlangsamt. Also quasi, also wenn ich jetzt hier rauskommen würde. Wir haben jetzt statt Geschwindigkeit 4 haben wir jetzt Geschwindigkeit 2 zu stehen. Also, ich hab eine Minute quasi gut. Weil wir müssen noch ein bisschen bauen. Und wir haben jetzt schon Tag 3. Okay. Ich wollte gerade sagen. Gut, was haben wir jetzt? 15 Leder. Wir brauchen aber 20. Das heißt, wir müssen noch mal kurz los. Schnell mal kurz was Stärkung einfallen lassen. Pfeifen, Karbin. Einpfeifen. So, aber Inventar mal kurz leer machen. Dich wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, Nüppel aus dem Sack. Tun wir doch mal so. Das wäre doch vielleicht besser. Und vielleicht finden wir auch noch ihn zwei Federn. Da ist ja noch ein Hund. War hier noch eine Horde? Und ich hab das nicht mitgekriegt. Hör ich mich? Also die Pfeile, die sind ja geil. Also der Bogen. Etta. Das hat alles schon mal besser geklappt. Oh oh. Oh. Gut. Ich würde mal sagen, für Leder ist sie so reicht. Warum kann ich jetzt okay, ich kann jetzt gerade. Ach, jetzt funktioniert es. Ich konnte gerade nichts auswählen. Ganz komisch. Gib mir dein Lieder. Du brauchst es eh nicht mehr. Weil du bist tot. Oh, ja. So, finde ich hier vielleicht noch meine super duper verschossenen Pfeile? Naja, zwei. Besser als ja nichts. So, ich würde mal sagen, das Leder haben wir zusammen. Dich heißt, wir können uns jetzt eine Forge bauen. Nicht wahr? Nein, können wir nicht. Es fehlt immer noch ein bisschen Leder. Genau, ein Leder. Du verarschst mich doch. Wauzi, wauzi, wauzi. Wauzi. Du siehst nicht aus wie ein Wauzi. Gut. Zwei Hunde bloß? Bloß. Gut. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns erstmal um hier Mr. Vegetable. Also, der Speer hat eine Reichweite, die ist ja nicht mal so schlecht. Ist ja auch ein Speer. Nun stirb doch mal. Geht doch. Geht doch. So. Wo krieg ich jetzt noch einmal ein Leder her? Vielleicht sollten wir noch mal Richtung Haus gehen. Vielleicht ist da noch irgendwie was drin, was wir abbauen können. Schön. Schön, schön. Echt? Das habe ich übersehen? Also, ja, das habe ich übersehen. oder rennen die Huna los und liegen erstmal Nester. Das wäre auch cool. Also mit ein bisschen mehr Farbe sieht das wirklich besser aus. Ist doch gut. Wir kommen doch schon. Alter, die hat wirklich eine Reichweite. Schönen guten Tag. Also, das war ein Fehler. Wir brauchen ja nicht so nah ran.
Sag mal, wenn wir das Auto auseinandernehmen, kriegen wir nicht da noch ein bisschen Leder? Oder war das bei der Mod? Wahrscheinlich bei der Mod, wa? Metall? Nee, wir kriegen wahrscheinlich auch Leder. Da! Haha! Gut, wir haben unsere Forge. Jetzt funktioniert was. Das ist doch schön. Echt, ich wusste jetzt nicht, ob das in der Mod war oder ob das jetzt in der Wandler war. Oh, Alter, wir haben auch einen Wasserkühler. Also für Breath Pit. Eine Feder. Es geht aufwärts, Leute. Es geht aufwärts. Schön. Schön, schön. Also unsere Forge ist schon mal sicher. Das heißt, wir können uns unseren Speer auch wieder reparieren. Denn wir können nämlich jetzt so auch, Nest. Forge Iron herstellen. Und das ist schön. Und du kommst mit. Warum mache ich das? Warum? Are you retarded? Ja, vielleicht ein bisschen. So. Das könnte man doch auch auseinanderbauen. Genau. Und solange wir keine Ratsche haben, werden wir das auch so machen. Shit. Jetzt könnten wir unser Super Base nochmal abreißen und alt aus Cobblestone bauen. Warum ich das noch nie gemacht habe? Ich weiß das nicht. Hä? Das habe ich doch vorhin gelootet. Also ich bin der Letzte, der sich darüber beschweren tut, aber... Hm. Ich glaube, wir haben doch die ganzen Nester übersehen. Da ist eine Sau. Die darf aber lieben. Das ist Borschti. Die alte Sau. Oh, da haben sie kaputt gemacht. Die Schweine. Nun gut. Ich nicht dich. Alles, was erstmal anders aussieht. Ist komisch. Aber du bist blind. Das nehme ich mit. Schön, schön. Alles vor der Haustür. Ha! Perfekter Platz. Bis wir uns den wegreißen. Ach du Kacke. Und dann so dicht dran und dann Wasser ein. Ach du Shit. Und wir können hier nicht einen Klempner anrufen. Das funktioniert nicht. So. Wo ist das Leder? Da ist das Leder. Wir brauchen einen Bello. Mit G. Alles klar. Oder auch ein Blasebalg. Den wir natürlich erstmal freischalten müssen. Und ich habe keine Punkte. Ich habe einen Punkt. Das ist aber schön. Wenn ich das Ding finde. Also hier können wir eh nichts machen, weil das ist nämlich rezeptmäßig. Blacksmith. wo ist Forge? Ich finde dich. Das hieß doch, man kann halt als Rezept finden und man kann es dann trotzdem auch so bauen. Habe ich das doch richtig verstanden, oder? Ich sehe mich nicht. Also, Rezept. Das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Ich könnte ein bisschen Pack-Mury machen. Also, wegen Rezept und so, ne? Ich glaube, wir müssen das erstmal finden, ne?
Rein theoretisch müssten wir das eigentlich schon können. Aber wahrscheinlich nicht. Was ist denn das für eine Aussage, Karbin? Kannst du dich mal entscheiden? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut, wir müssen dann doch nochmal durch die City. Da hinten. Ach, das ist blöd. Ich habe jetzt dazu was herstellen können. Ja, das hat auch Nachteile. Schön. So ein bisschen Platz schaffen. Stimmt, das war aber damals auch schon so gewesen, dass wir das Rezept finden mussten damals. Also ganz, ganz früher. Und man musste auch damals, da kann ich mich noch dran erinnern, quasi so eine Mods finden oder bauen aus Klee, dass man überhaupt Nägel oder so herstellen konnte. Ach, das waren Zeiten. So, warte mal, den werden wir reparieren. Später, wenn wir Steine haben. Kein Problem, da. Da eine Forge wichtig ist, geht man davon aus, dass es ja nicht so schwer ist, die zu finden. Das Rezept. Gut, das haben wir schon gelootet, aber wir waren hier noch nicht drin. Schon wieder ein Stein. Wo ist denn das geblieben mit immer ein Stein auf der Dasch? Gut, wir brauchen doch gehen. Wir kommen auch so rein. Ich bin jetzt drinne, Leute. So, da ist Zement. Das werden wir später, ne? Oh, oh. Das wäre schön da hinten losgegangen. Mit einem kaputten Bogen. Löft. In den Kopf. So. Mache manche Pampe. Oh, diese Geräusche. Schön. Da haben wir schon Nachricht. Da ist nichts. Da ist Plastik. Das könnten wir eigentlich auseinanderbauen. Könnten. Heißt nicht, dass wir müssen. Ich hab doch W gedrückt. Hat er nicht erkannt gehabt. Eine Brille. Für gute Sicht. Aha. Stimmt so, ja. So. Gut. Keiner da. Pullerwasser. Eine Feder, das ist doch schon mal ja nicht mal so schlecht. Haha, wusstet. Ich habe ja bloß aus dem Augenwinkel gesehen. Hat sie Bums gemacht. So, Schrotzenmudi. Ich sehe da leichte Parallelen. Zuletzt mal. Lauter Munition, aber keine Knarre oder was. Uiuiui, die ist aber schnell. Und doof. Die hat den Schuss nie gehört. Jetzt schon. Hui. Ja, ja, Treppen sind gefährlich, Fräulein. Oh,
Die nicht so, oder was? Da. Oh, schönen guten Tag. Ich gehe mal kurz runter. Kannst ja nachkommen. Ganz ihr Schild. Gut, okay. Alter, die Reichweite ist wirklich geil. Oh, seine aber auch. Gut, der ist kaputt. Jetzt ist die Chance. Oh, guck mal. Der guckt sich die Sterne an, die hier da sind. Ich sollte vorsichtig sein. Ich sollte echt vorsichtig sein. So, warte mal, hier kommt man eigentlich hoch. Und da hinten sitzt einer. Oh. Hui. Er kommt schon runter. Er kann nicht. Stupsel. Okay. Und wir gehen mal weiter vom Mikrofon weg. Das ist schon geil. Wir sollen vorsichtig, sein. Infektion und so, wir wissen, das ist nicht so gut. Spiritus. Ich habe natürlich nicht zum Trinken mitgenommen. Ich hält. Nun gut. Denn es ist eben halt so Schwiller-Munition. Nischt. Leere Glas. Und ein Ballermann? Nö, aber ein Messer. Und ein Speer, der noch grau ist. Aber den werde ich jetzt erstmal nutzen, ne? Solange da ist. Wir brauchen unbedingt ein paar Steine. Das kann doch nicht so schwer sein, ein paar Steine hier zu finden. Ich wollte gerade sagen. So, das heißt, wir können jetzt hier erstmal das reparieren. Ein bisschen. Ich hätte nie gedacht, dass wir bei 7 Days Steine suchen müssen. Also, schwer finden. Reparieren. Okay. Wir brauchen noch einen Stein. Bist du ein Stein? Nee, aber vielleicht kriegen wir einen Stein mit zu. Einfach hinnehmen. Ignorieren, meinte ich. Das wird irgendwann wieder gut. So. Wir nehmen mal den guten Speer. Tai Chi. Gesundheit. So. Da ist nichts. Ja, ist doch gut. Wir suchen doch schon. Ey, Kaffee. Wird aber uns nicht springen. Ein Kochtopf, das ist schon mal gut. Den brauchen wir. Grill? besser kann doch ja nicht laufen. Kornseeds. Gut. Wir haben Glück. Ein bisschen Wasser. Und ein bisschen Suppe. So, das werden wir uns auch hinterpfeifen. Denn ist vielleicht gut, Junge. So, Klebestreifen ist schön.
Schön, schön, schön. Das dürfte der Ausgang sein. Genau. Eine Mütze. Das müsste eigentlich besser sein. Und das müsste uns besser gefallen. So, da ist nichts. Ja, leider kein Bücherregal, so wie ich das sehe. Halb so wild. Nie so schlimm. Es gibt mehrere Häuser. Dann gehen wir mal da gucken. Wir sind schon wieder überladen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Pack mir, Juli. Wo bist denn du? Da. Können wir nicht machen. Der nächste ist erst ab Level 2. So. Hab ich. Der Blöde ist, wir brauchen echt die Schematik dazu. Advanced Engineering. Muss ja irgendwo stehen. Oder ich sehe das einfach nicht. Das müsste eigentlich hier stehen. Intelligenz. Wir hätten uns schon ein Bike bauen können, ich hält. Ja. Gut. Weiter geht's. So, bei dem nächsten Punkt können wir nämlich dann auch wieder ein bisschen mehr Gepäck. Lauf, Horace, lauf. So. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein paar Rezepte oder ein paar Waffen finden. Wäre ja nicht mal so schlecht, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Euer Karim. Bye, bye.